Wusstet ihr, dass Hamburg eine Rohrpost hatte und dass man noch heute Überbleibsel davon sehen kann? Noch vor nicht allzu langer Zeit war die Rohrpost der schnellste Weg, ein Dokument zu verschicken. Schwer vorstellbar, oder? Jetzt, wo wir Nachrichten, Bilder, ganze Filme per Knopfdruck innerhalb Sekunden verschicken können. Doch begeben wir uns mal ins Jahr 1887. Damals waren die Straßen schon so verstopft, dass die Postboten oft auf sich warten ließen. Und Zeit ist Geld. Die Lösung war, eine eigene, ungeschützte Straße für die Post zu bauen. Und zwar unter dem Boden. Am 1. Februar 1887 wurde die erste Post im Untergrund verschickt. Die Strecke führte von der Börse am Adolfplatz zum Telegrafenamt am Stephansplatz. Sie war ungefähr 2 Kilometer lang. Die Rohre hatten einen Durchmesser von 6,5 Zentimetern. Durchs Wegpusten und Ansaugen sausten die kleinen Kartuschen durch die Rohre. Doch warum wurde für so kurze Distanzen eine Rohrpost benötigt? Dominik Bauer vom Verein Hamburger Unterwelten hat uns diese Frage beantwortet. Der Transport von Briefen mittels Boten war auch nicht sicher gewesen. Die konnten gelesen oder sogar geklaut werden. Das konnte bei der Rohrpost nicht passieren. Die Rohrpost war sicher, sodass man sie auch auf kurzen Strecken eingesetzt hat. Die Rohrpost war also lange Zeit ein großer Erfolg. Daher wurde die Strecke zügig ausgebaut. Am Ende war sie rund 40 Kilometer lang. Aber was genau wurde verschickt? Die Hamburger Stadtrohrpostanlage wurde ausschließlich für den innerdienstlichen Verkehr von Telegrafenbriefen genutzt. Wenn in der Anlage Kapazitäten frei waren, wurden auch inoffiziell Eilbriefe transportiert. Diese konnten die Hamburger in Filialen oder zum Beispiel in den Straßenbahnbriefkästen abgeben. Da aber die Rohre nur knapp unter dem Boden lagen, waren sie sehr störanfällig und mussten oft repariert werden. Auch weitere Probleme führten schließlich zu dem Ende der Rohrpost. Offiziell stellte die Deutsche Bundespost im März 1963 den Service Postsendungen zur Rohrpostbeförderung ein. Als Gründe sind hier zu nennen zum einen die gestiegenen Personalkosten, wodurch eine Portoerhöhung notwendig wurde, wodurch die Rohrpost weniger genutzt wurde. Auch verbreiteten sich die elektronischen Kommunikationsmittel immer weiter, das zum Beispiel das Telefon zu nennen, sodass die Rohrpost technisch einfach langsam überholt war. Wie lange jetzt aber genau das Stadtrohrpostnetz in Hamburg noch weiter genutzt wurde für postinterne Zwecke, ist jedoch nicht bekannt. Das Ende der Rohrpost heißt aber nicht, dass nie wieder Sendungen in Rohren verschickt wurden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Briefe mit Postautos transportiert. Da aber die Straßen durch den stärker werdenden Individualverkehr immer dichter wurden, kam es zu Verspätungen, weshalb nach Alternativen gesucht wurden. Daher baute Hamburg in den 1960er Jahren die erste Großrohrpost. Die kleinen Kartuschen wurden ersetzt durch 1,60 Meter lange Wagen. Die Rohre hatten jetzt einen Durchmesser von 45 Zentimetern. Das Prinzip war das gleiche, nur dass jetzt bis zu 1000 Briefe gleichzeitig transportiert werden konnten. Doch nur wenige Wochen nach dem Start wurde der Ausbau durch die Sturmflut 1962 stark beschädigt. Auch danach war die Rohrpost nie frei von Problemen. Oft hing die Post fest oder wurde vom Straßenverkehr erschüttert. Sie war zwar schnell, viel schneller als der Transport in einem Auto. Doch sie war auch doppelt so teuer. Teure und störanfällige Sachen halten sich nun mal nicht lange. Daher wurde der Betrieb schon nach 16 Jahren eingestellt. Die Rohre befinden sich zwar immer noch unter dem Boden, sie sind aber mit Erde zugeschüttet. Nicht viele wissen, dass es noch Überbleibsel von der allerersten Rohrpost gibt. Die letzten 2 Zeugen sind kleine Rohre, die in einem Lichtschacht der alten Oberpostdirektion am Stephansplatz versteckt sind. Er ist der 5. Lichtschacht auf der Seite des Gorch-Fock-Walls, etwa auf der Höhe der Bushaltestelle. Aber lasst euch nicht erwischen, wenn ihr hineinsperrt, denn es soll ja ein Geheimnis bleiben.